Wenn wir schon dabei sind, können wir... Wunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ihr Lagerhäuser auf den Wegen errichten. So, jetzt brauchen wir Weizen. Und noch mehr Weizen. Machen wir das noch praktischer. So, hier Mühlen. Ah, irgendwie haben wir es dran poppen können. Gut. So, und dann holen wir uns den Sektor als nächsten und bauen den am besten mal aus. Ihr einfache Verpflegung. Unsere Bäckereien. Noch. So, die Technologie noch erforschen für bessere Befestigungen. Hey, hier haben wir sogar jeweils nur 1-1 verloren. Auch praktisch. So, dann machen wir hier noch mehr Holz am besten. Hier ein bisschen Holzindustrie. Hier Weizenindustrie, hier noch mehr Weizenindustrie. Ein neuer Sektor ist unter euch. Wohlgehandelt, Meister. Mit eurer Entschlossenheit und Führungsstärke habt ihr die Einheimischen beeindruckt. Gemeinsam senden sie euch einen General und einige Pikiniere für eure Armee. Oh, Cutscene. Seid gegrüßt, ich bin Prinzessin Lucinda, die rechtmäßige Anwärterin auf den Thron der ewigen Stadt. Da ich noch zu jung für die Krone bin, hat mir der Rat der Stadt einen Prokonsul zur Seite gestellt, der die Staatsgeschäfte an meiner Stadt führt. Mhm. Aber ich und mein Volk waren getäuscht. Der Prokonsul ist nichts als eine faule, sinnlose Marionette der Inquisition, der nur nach persönlicher Bereicherung strebt. Die Bürger leiden und leiden unter seinem Joch und die ewige Stadt ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ich appelliere an eure Ritterlichkeit. Helft mir, das Blatt zu wenden. Vertreiben wir die Inquisition und mit ihr die finstere Nacht, die sie über Tannen gelegt hat. Sollte uns der Streich gelingen, könnte ich mir euch durchaus als meinen Prokonsul vorstellen. Seid gegrüßt. Der Inquisition sind eure Talente und euer fester Glaube aufgefallen. Meine Brüder würden sich glücklich schätzen, wenn ihr euch unserer Sache anschlüsset. Die ewige Stadt ist zu einem abschließenden Sündenpool verkommen.
Wahre Gläubige und unsere weisesten Gelehrten sind der Verfolgung ausgesetzt. Der Glaube wird auf dem Altar der Gier, des Hochmuts und des Müßiggangs geopfert. Das muss ein Ende haben, die Stadt muss geläutert werden. Ein erster wichtiger Schritt ist uns auf uns gelungen, als wir den Prokonsul auf unsere Seite ziehen konnten. Er ist ein frommer Mann, aber auch ein Mann der Politik. Was wir wirklich brauchen, ist ein beherzter Anführer, der kein Risiko scheut. Das ist eure Gelegenheit, euch zum Herrn über die ewige Stadt aufzuschwingen und sie im Einklang mit unseren Werten auferstehen zu lassen. Ja. Verbündete besiegt. Besiegt den Turniermeister Marius, besiegt die Stallmeisterin Hippolyte, besiegt den Rektor Magnificus Calitus. Ja, da sie weder Macht noch Mut hat, uns offen entgegenzutreten, schickt sie ihre Verbündeten vor. Ihr werdet den Ringmeister Marius, die Stallmeisterin Hippolyte und den Rektor Magnificus Calitus besiegen müssen, bevor wir die Prinzessin beiseite schieben und euch zum Herrn der ewigen Stadt erklären können. Mindestens zwei meiner Verbündeten müsst ihr bei all ihren Problemen hilfreich zur Seite stehen. Nur dann wird mein Volk den Mut aufbringen, sich gegen den Prokonsul zu erheben und euch als seinen Nachfolger anerkennen. Gehabt euch wohl. Ja. Wählt eure Seite, Lucinda oder die Inquisition. Oh, und es wird langsam Tag mal. Also ja, Militärakademie. Ich bin Marius und heiße auf dem königlichen Turnierplatz willkommen. Für den vermögenden Teil der müßigen und verwöhnten Bürger ist dies das Herz der ewigen Stadt. Sie genießen die gewaltigen Spektakel hier. Zumindest taten sie das. In letzter Zeit wächst die Unzufriedenheit mit den gestellten und allzu vorhersagbaren Schaukämpfen. Daher fehlt es den Bürgern an Anregung und Motivation. Wenn ihr sie für euch gewinnen wollt, müsst ihr etwas Besonderes bieten. Nur so könnt ihr sie aus ihrer Lethargie befreien. Es heißt nicht umsonst Brot und Spiele. Wenn ihr die Brust des Publikums erlangen wollt, müsst ihr ihre Bäuche füllen. Liefert genug Brot an, um einen ausverkauften Turnierplatz zu versorgen. Ja. Besiegt sind das Verbündete oder liefert Brot? Also wir brauchen auf jeden Fall dann irgendwann eine Händlergilde. Ich würde sagen, da wir hier ja noch nicht so viel haben. Wir können auch die Münzprägerei. Ach, die hat schon wieder einfache Verpflegung. Ja. Lagerhäuser erstmal ausbauen. Also erstmal die Questtafel ausblenden. Gut. Dann bauen wir mal alle Lagerhäuser hier, die wir so haben, eine Stufe aus. Folgendes. Kann ich hier irgendwie zwei Schaffarmen? Ja, ich kann hier zwei Schaffarmen hinquetschen. Nee, halt. Und kann ich doch sicherlich links und rechts neben dich packen. Okay. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Hier ein Lagerhaus errichten und das Ding upgraden. Also bevor ich überhaupt irgendwas mache. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ausbauen noch.
Dich. Und dich. Ja. Okay, ein paar sind nervig. Also gerade Gewaltmarsch. Wäre schön gehabt zu haben. Und Hygiene und satte Ernte. Aber wir haben wenigstens die Fischzucht. Was wir dafür nicht haben. Ist erstens Platz hier drin. Gebäudeausbau fertiggestellt. Was wir noch nicht haben. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh. Dann bauen wir mal weiter hier fleißig Gebäude aus. Wir haben auf jeden Fall Hygiene nicht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das ist das, was uns gerade ein bisschen Probleme macht. Fehlender Wohnraum. So, dafür haben wir jetzt eine kleine Mehlproduktion, eine Brotproduktion und alles ist schön. Ja. Kann ich auch mal die Wissenschaft wieder an ihren Platz schieben. Ja, Fleischproduktion müssen wir jetzt als nächstes ankurbeln, aber ich glaube erstmal ist es wichtig, dass wir das hier alles abarbeiten. Und ja. Können wir hier auch gleich noch eine Bauhütte errichten. Dann haben wir mehr Baumeister. Verschieben wir euch die Bauhütte bis ganz nach vorne. Also ja, zwei Holzfäller reichen vollkommen. So, jetzt haben wir noch einen Haufen Gebäudeausbauten. So, die zwei auch gleich. Ja, und dann fangen wir, wie gesagt, an mit Getreide. Also noch mehr Getreideproduktion. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Das sollte so gut sein. Machen wir das erstmal so. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das Getreidefarm. Dann hier Schweinezüchter. Dann hier ein Lagerhaus. Und zwei Brunnen.
Ja, ich bräuchte als nächstes das Prestige-Ding zum Bäume fällen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Ich speichere hier mal. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, unser Let's Play-Spiel statt überschreiben. Und dann mache ich erstmal hier einen Cut. Also, bis gleich.